herzlich willkommen zur ersten Prämierung des BPW 2022. Schön, dass Sie alle eingeschaltet haben. Ich bin schwer begeistert. Einmal, weil es ganz tolle Ideen sind, die hier in Unternehmen umgesetzt werden oder werden sollen. Und als Schöneberger freue ich mich insbesondere, dass das heute Abend in Schöneberg stattgefunden hat. Und was mir ganz wichtig ist, dass wir heute nicht nur über Ideen sprechen oder gesprochen haben, sondern das, was wir heute erleben durften, die Ideen, dass die tatsächlich dann nachher auf die Straße kommen. Wer hat den Publikumspreis in der ersten Phase des BPW 2022 gewonnen? Das Team Octopoly erhält nach Abstimmung des Publikums am ersten Prämierungsabend den Publikumspreis. Herzlichen Glückwunsch! Ja, wir bauen ja gerade unsere Werkstatt aus. Das heißt, eine neue Nähmaschine kostet 1.500 Euro. Das heißt, ich würde sagen, zwei Drittel davon sind gestemmt. Wir dürfen tatsächlich bald noch einen weiteren Arbeitsplatz schaffen. Und da freuen wir uns mega drauf. Und da sind wir gerade, haben gerade Bewerbungsphase und freuen uns total, neue Menschen kennenzulernen. Ja, genau, das ist der nächste Schritt. Und die Ladeneröffnung, die wird natürlich auch besonders. Ich bin erstmal sehr froh, dass es ein hybrides Format war. Das heißt, wir konnten mit den Preisträgern hier zusammen sein. Wir können im Augenblick draußen uns noch ein bisschen mit ihnen unterhalten, auch mit den Finalisten. Man kann ihnen einfach eine andere Wertschätzung rüberbringen, als wenn es eine reine Videokonferenz ist. Und klar, das ersetzt hier nicht den großen Raum, das ersetzt hier nicht den großen Applaus. Das wäre alles noch viel schöner. Aber ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, der so derzeit geschuldet ist. Und insofern, glaube ich, war es ein gelungenes Format. Herr Minister, wer hat die 10.000 Euro gewonnen? Ja, vermutlich ein Unternehmen, was vielleicht auch mir in den nächsten Jahren helfen kann, eine bestimmte Erkrankung zu vermeiden. Ich komme ja langsam so in das Risikoalter der Demenz hinein. Also, der Sieger dieses Jahr für die erste Phase Businessplan 2022 ist Memodio. Herzlichen Glückwunsch! Ich denke, dass es sinnvoll wäre, unser Team ein bisschen noch zu unterstützen, weil es sind so viele Aufgaben, die auf uns gerade einprasseln. Da müssen wir schauen, ob wir nicht vielleicht uns ein bisschen noch verstärken. Da wäre das sicherlich eine hilfreiche Summe. Ansonsten gibt es so manche Regularien, die ein bisschen Geld kosten und auch manche Planungsschritte. Das ist natürlich dann eine nette Unterstützung, die wir bisher nicht eingeplant hatten. Und das ist eigentlich toll, weil wir dadurch vielleicht hoffentlich noch schneller und noch bekannter werden und dadurch noch mehr Leuten helfen können. Ich fand nochmal, alle vier hatten echten Charme, hatten, ich finde, auch eine Perspektive. Memodio, glaube ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass wir hier einen Gewinner haben. Aber mich hat auch sehr gefreut, dass Octopoly den Publikumspreis gewonnen hat. Das ist klassische, sage ich mal, auch Handwerk. Und insoweit, glaube ich, haben da beide Perspektiven oder beide Geschäftsmodelle eine gute Chance, sich auch durchzusetzen.